So, guten Morgen, Kollegen. Es ist jetzt, keine Ahnung, kurz vor 8, Donnerstag, 2. Oktober. Und es gibt eine kleine Planänderung, denn ich wiege im Moment 83,6 und eigentlich müsste ich aber schon weit unter 82 wiegen. Und ja, da bin ich halt am Überlegen, und da habe ich ein Video von diesem Fitness-Freaks-Kanal gesehen. Er hat halt erzählt, wenn man halt so übertrieben viel Cardio macht und so ein extrem großes Kaloriendefizit macht wie ich, dass der Körper dann durch die ganzen Stresshormone dazu neigt, extrem viel Wasser einzuspeichern. Und also werde ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob er insoweit recht hat. Ich will jetzt die nächsten Tage ein sehr geringes Defizit fahren und mal schauen, wie sich das dann auf meine Form auswirkt. So, da wir heute nicht mehr so ein, oder die nächsten Tage nicht mehr so ein krasses Defizit machen, gibt es zum Frühstück erstmal gleich direkt 100 Gramm Haferflocken, wie sie seit langer Zeit nicht mehr gab. So, mein heutiger Einkauf sieht mal wieder einigermaßen gesund aus. Aber lasst euch nicht täuschen, ich habe heute schon ganz schöne Scheiße gegessen. Nämlich Focaccia. Focus. Oh, das war gestern. Haferflocken, Peanut Butter, ja, ist okay. Kinder Bueno, Donuts und Rocher, als ich einkaufen war in der Mall. Naja, gerade die Donuts sind vielleicht ein bisschen krass. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich habe ja sowieso gesagt, ich mache das jetzt erstmal ein bisschen entspannter, um die Stresshormone runterzukriegen. Ich glaube, aber trainieren gehe ich heute trotzdem noch und mal schauen. Also das habe ich bis jetzt gegessen. Und dann halt noch Kiwis, Äpfel, Bananen, Lachs, Smoothie und ein bisschen Putengulasch. So, Kollegen, und Internet habe ich mir heute auch schon geholt. Demnach aber leider kommt das halt erst in 2 Wochen. Halt gerade die Kamera. Und ja, jetzt bin ich erstmal ohne Internet. Das ist ein bisschen behindert. Ich drehe hier schon schön die ganzen Videos, aber so, hier ist ein Tageslicht zu meinem Gesicht. Ich drehe die ganzen Videos, nur leider habe ich kein Internet, um das hochzuladen. Ich habe heute nochmal mit dem Mitbewohner dieses Hauses gesprochen, mit dem Hausmeister und so weiter. Vielleicht kann ich mir erstmal noch das WLAN von anderen Leuten schnorren und dann kann ich erstmal wieder richtig schön hochladen. Und dann sehen wir weiter, weil echt, ich will ja nicht, dass ich erst in 2 bis 4 Wochen da mein Internet habe. Das wäre echt ganz schön behindert. So Leute, ich mache mir jetzt einen Obstsalat und dann noch das restliche Gemüse und das Fleisch. Und jetzt werde ich einfach mal testen, ob dieser schöne Internet-Trick mit den Kiwis funktioniert. So, eine Hälfte und dann soll man angeblich.
Naja, so fast, ne? So, am Ende hat es mehr oder weniger geklappt. Ich habe ein Glas voll mit Kiwi, aber leider auch ganz schönes Geplörre hier. Naja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich dazu sagen soll. Entweder habe ich was falsch gemacht oder ist halt so. Also ist jetzt, denke ich mal, ein Trick, den kann man einigermaßen ausprobieren, kann man vielleicht benutzen, aber ist jetzt nicht, sage ich jetzt mal, kein Weltwunder. Kalorien Kalorien zum Frühstück, Haferflocken mit Erdnussbutter, Kinder Bueno, nochmal Haferflocken mit Erdnussbutter, da 6 Donuts, 6 große Donuts. Die Rochers, dann mein gesundes Mittagessen mit dem Salat, mit dem Obstsalat, Apfel, Banane, Kiwi, Hühnchenbrust, Lachs, Stremel und einem Smoothie. Dann hier habe ich wieder Erdnussbutter genascht und Haselnussmus und habe wieder die mit Haferflocken zusammengebastelt und ein bisschen im Backway Schoko und habe die mit Kokosfett angebraten. Und dann, weiß ich nicht, habe ich irgendwie bei Aldi mir wieder Donuts gekauft und diese Fake Buenos. Naja, auf jeden Fall, das kam dann irgendwie auf 7200 Kalorien. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Nochmal kurz, also viel Fett, viel Kohlenhydrate, einigermaßen viel Eiweiß, 290 Gramm. Naja, naja. Mal schauen, die nächsten Tage.